Hallo liebe Leute, folgend geht es darum, warum die AfD Umfragewerte und warum das Ergebnis der Europawahl nicht gut ist, gemessen an dem, was möglich ist und was auch nötig ist. Und warum es auch nicht gut ist, anhand von dem, was die AfD selbst sagt. Also beispielsweise die AfD erklärt oder Alice Weidel erklärt, die Grünen, sie seien so schlecht und die Bundesregierung, sie hätte abgewirtschaftet, die Leute würden sich abwenden. Die Regierung würde Deutschland in die Katastrophe reiten und die Leute würden sich abwenden und AfD wählen. Wenn wir uns jetzt das Ergebnis angucken, es haben zusammen AfD und BSW 22% gewählt und die alle anderen haben nicht AfD und BSW gewählt, sondern haben zum großen Teil die Altparteien gewählt. Und jetzt kann man sich das schönreden und sagen, ja gut, die haben die Altparteien gewählt, aber eigentlich würden sie doch ganz gerne AfD wählen. Aber es gab eine Nachwahlbefragung, auf die sich übrigens auch alles weiter bezieht. Und es lohnt sich mal, diese Nachwahlbetrachtung genauer anzuschauen. Und außerdem lohnt es sich anzuschauen, die Pressekonferenz, was Alice Weidel und Tino Chrupalla genauer gesagt haben. Weil es gibt große Anzeichen, dass hier geheimdienstliche Einflüsse eine Rolle spielen. Dass das kein tragisches Pech ist, dass es auch nicht Unvermögen ist, sondern dass hier, auf welche Weise auch immer, es Berater schaffen, Einfluss auf die AfD-Führungsspitze zu nehmen. Und jetzt kann man sagen, ah, das ist ja Verschwörungstheorie und das ist ja ganz weit hergeholt und warum, wie? Die sind doch alle lieb und nett und das sind doch unsere Freunde und die kämpfen für uns und warum soll das möglich sein? Und wie das möglich ist, das ist eine gute Frage und das kann ich nicht beantworten, das können wahrscheinlich die wenigsten beantworten. Aber es ist auffällig, dass überall in Europa, auch in den Nachbarländern, Le Pen, Meloni, vor allen Dingen Le Pen, wenn man sich Le Pen anschaut, vor 3 Jahren, war sie noch russlandfreundlich. Und das ist jetzt völlig gekippt, vor allen Dingen dieser neue Emporkömmling, Bardella, er ist vollkommen russlandfeindlich. Und ja, wir haben es gesehen bei der Korrektivgeschichte, Le Pen hat die AfD verraten. Die AfD würde Ausländer deportieren wollen. Also Leute ursprünglich aus ausländischer Herkunft, egal wie lange sie in Deutschland leben, sie sollten millionenfach deportiert werden. Und das Schlimme ist, dass Le Pen hier ihren Insigel drauf gegeben hat. Wodurch die Medien erklären konnten, das ist hier passiert und seht her, Le Pen, sie bestätigt es. Also es ist ja die freundliche, die Partnerpartei der AfD in Frankreich. Da kann es also keinen Zweifel geben, dass es hier was Schlimmes ist und dass die AfD hier ja einen Skandal hat. Und also wir sehen, Le Pen, wieso macht sie sowas? Also natürlich spielt da vielleicht Deutschfeindlichkeit eine Rolle, aber auch diese russlandfeindliche Position, die jetzt in dem Rassemblement immer mehr durchgreift, das ist gegen die Interessen Frankreichs. Und anscheinend ist es dort so, dass systematisch die Leute, die jetzt nicht gegen Russland sind, dass sie rausgekegelt werden. Dass sie Stück für Stück abgesägt werden und dann so die Partei Stück für Stück ausgehöhlt wird. Und dann am Ende das übrig bleibt, ja, was wir jetzt sehen. Also das im Grunde die Wahlsiege von Le Pen und Meloni sind nichts wert, weil es ist im Grunde, was jetzt eine AfD, was eine CDU 2.0 wäre. Also da steht noch dieses alte Label drauf. Die Leute denken dann, sie haben was Alternatives gewählt, aber in Wahrheit ist es gar nichts mehr Alternatives, sondern es ist der neue Mainstream mit einer neuen Verpackung drauf. Weil es gelungen ist, oder zumindest zu einem großen Grad. Also wahrscheinlich Le Pen, sie redet sich schön, ja, ich kann jetzt hier doch meine Politik zu einem großen Grad umsetzen, aber tatsächlich in den ganzen wichtigen Bereichen knickt sie ein und sie ist dann zufrieden, wenn sie dann ganz kleine Brötchen backen kann. Hauptsache, sie ist Präsidentin. Das heißt, man kann sich die Frage stellen, wie gelingt es? Wie ist es gelungen, Le Pen zu kippen oder wie ist es gelungen, dass jetzt Meloni von der Leyen unterstützt? Und das kann ich nicht beantworten, aber festzuhalten ist, dass wir es beobachten, dass überall die Parteien umkippen. Und natürlich, wir haben es ja bei der AfD auch schon gesehen. Also wir haben ja gesehen, wie Jörg Meuthen 2020 gehandelt hat. Was aus meiner Sicht natürlich klar gegen die Interessen Deutschlands war und was gerade so abgewendet werden konnte. Und die AfD ist ja auch stark angestiegen, nachdem Jörg Meuthen weg war. Und das Framing, sich so ein bisschen dieses negative Framing, das Jörg Meuthen ausgebreitet hat. Also Jörg Meuthen hat ja als Kronzeuge oder andere sagen als Feindzeuge die AfD Ostdeutschlands massiv negativ geframed, als unmöglich dargestellt. Und natürlich, wenn man, die AfD ist eine Partei, wenn der Osten unmöglich ist und man es mit dem Osten, mit der Ost-AfD gemein macht, ist die ganze AfD unmöglich. Nachdem
die AfD-Parteispitze das nicht mehr gemacht hat, nachdem Meuthen weg war, hat die AfD langsam erholt. Und da kam natürlich auch, in Anführungszeichen, mit Glück, kam schlechtes Handeln der Bundesregierung und andere Themen haben die AfD befördert, sodass die AfD auf 23% gekommen ist. Und was sehen wir jetzt? Jetzt haben wir das La Repubblica-Interview mit Maximilian Krah. Maximilian Krah hat nichts Falsches gesagt, das haben auch vergangene Bundeskanzler gesagt. Das heißt, man hätte es ganz leicht verteidigen können und hätte im Gegenteil, hätte man es gegen die Medien ausspielen können und zeigen können, ja, ihr kritisiert es nur bei Maximilian Krah, bei den ganzen anderen Leuten, die es auch schon gesagt haben, darunter Bundeskanzler, sagt ihr es nicht. Das heißt, ihr seid bigott, ihr messt mit zweierlei Maß, das fällt euch hier auf, euch fällt es nicht auf, die Aussage ist korrekt. Dass Maximilian Krah die SS verharmlost, ist Blödsinn. Wenn ihr das suggeriert, wenn ihr das nahelegt, das ist in seiner Aussage nicht drin, es ist keine Relativierung, es ist keine Verharmlosung, das ist eine Fehlinterpretation, die führt die Leute in die Irre. Das hätte man ganz leicht verkaufen können. Darauf hat man verzichtet. Und jetzt kann man denken, ja, das ist tragisches Pech, Maximilian Krah, ja gut, es war ein dummer Fehler, tragisches Pech. Aber wenn man sieht, wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass Maximilian Krah und Peter Büstron schon vor dem La Repubblica, vor allen Dingen Peter Büstron, dass sie auch schon abgeschossen wurden. Und es anscheinend gab es kein Auftrittsverbot, aber das ging durch die Medien. Das heißt, den Leuten wurde nahegelegt, und ich dachte auch, dass es ein Auftrittsverbot gibt, dass Peter Büstron und Maximilian Krah rausgehalten werden sollen. Vor allen Dingen betont ja die AfD selbst beim Verfassungsschutz, es gilt die Unschuldsvermutung und das ist eine Unverschämtheit, wir werden diffamiert. Jetzt hat die AfD-Spitze genau das Gleiche mit Peter Büstron gemacht. Also sie haben ihn im Grunde abgeschossen, obwohl nichts gegen ihn vorliegt. Es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass der tschechische Geheimdienst, dass er irgendwas in den Raum schmeißt, damit die Staatsanwaltschaft einen Vorwand hat, tätig zu werden, um Rufmord zu begehen. Wie es der Verfassungsschutz macht. Und hier hätte man auch genauso drauf pochen können, es gilt die Unschuldsvermutung, Peter Büstron, es liegt nichts vor. Und indem man sowohl jetzt bei La Repubblica oder auch jetzt schon vorher bei Peter Büstron und Maximilian Krah mit dieser China-Sache, wo auch der Verfassungsschutz hinterstand, der Verfassungsschutz gewusst hat, anstatt dass man den Ball zurückgespielt hat gegen Peter Büstron, gegen Maximilian Krah, liegt nichts vor. Im Gegenteil, der Verfassungsschutz hat gewusst, man hat Maximilian Krah mit Absicht nicht gewarnt. Das ist eine Kampagne. Wenn man sich voll hinter Peter Büstron und Maximilian Krah gestellt hätte und darauf gepocht hätte, auf die Unschuldsvermutung und dass das ein falsches Spiel ist, dass es nur darum geht, die AfD schlecht zu machen, hätte das auch nicht verfangen. Aber auch hier hat man das Gleiche gemacht, wie schon jetzt bei La Repubblica. Man hat den Medien die Bälle zugespielt. Also wie damals Jörg Meuthen das gemacht, man hat den Medien die Bälle zugespielt. Und so konnten die Medien es der Öffentlichkeit verkaufen. Seht her, mit Peter Büstron, mit Maximilian Krah stimmt was nicht. Die AfD-Spitze hat reagiert. Das ist das Entscheidende. Der Skandal, das ist alles nur glaubwürdig. Das kann der breiten Masse nur glaubwürdig verkauft werden, wenn die AfD-Spitze reagiert. Aber wenn das zusammenkommt, Ereignis, AfD-Spitze reagiert, dann hat man einen Skandal und dann kann man das der Bevölkerung als Skandal verkaufen. Was ist bei Maximilian Krah und Peter Büstron auffällig? Sie vertreten eine multipolare Position. Und hier sehen wir wieder das gleiche Muster wie in europäischen Nachbarländern, wo systematisch die Leute abgeräumt wurden, die nicht russlandfeindlich sind. Was ist noch auffällig, besonders bei Peter Büstron, ist, dass er die alternativen Medien stärkt. Tino Kupala und Alice Weidel, sie stärken die alternativen Medien sehr wenig. Es ist jetzt eine neue Fraktion gegründet worden, EU-Fraktion, mit einem sehr guten Namen, die Souveränisten. Aber wo wurde das zuerst berichtet? Im Spiegel. Das heißt, warum kam diese Information zuerst an den Spiegel, sodass sie diese Exklusivmeldung hatten, die ganze Aufmerksamkeit auf den Spiegel geht, anstatt dass beispielsweise Apollo News diese Nachricht zuerst spielen kann oder irgendein anderes alternatives Medium. Dass sozusagen diese Information, welche Fraktion man gründet, man zuerst den Kräften gibt, die die AfD stärken. Oder auch, wo man will, dass die Leute hingehen, dass die Leute sich dort informieren und nicht bei den großen Medien. Die großen Medien diffamieren auch jetzt die AfD auf das Schlimmste. Hier mal Beispiele vom Spiegel und der Welt. Das sind jüngste Beispiele. Das heißt, diese großen Medien sind Peiniger der AfD. Und besonders die AfD-Führungsspitze, Alice Weidel und Tino Kupala, zu den Peinigern gehen sie hin und geben Interviews. Und die Kräfte, die die AfD unterstützen, ja, sie bekommen wenig. Also sie werden, Missachtung ist die größte Form der Verachtung. Dorthin, wo man seine
Energie hingibt, das stärkt man. Das heißt, wenn man natürlich jetzt Interviews beim Öffentlich-Rechtlichen, was natürlich auch man machen soll, man muss ja die Masse erreichen. Aber warum gibt man keine Interviews beispielsweise bei allen möglichen alternativen Medien, wie es Peter Büstron, Maximilian Kramer machen? Und was sehen wir jetzt? Peter Büstron, er ist auch abgeschossen worden. Also gegen ihn liegt gar nichts vor. Platz 1 und Platz 2 der Liste, markante Personen, sie wurden blamiert. Jetzt kann man sich denken, ja, tragisches Pech. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Und hier haben wir wieder das gleiche Muster, Korrektiv, der Korrektivskandal. Und hier haben wir zwei Bestätiger. Das ist erstmal die Entlassung von Roland Hartwig. Und hier natürlich ist der berechtigte Einwand. Roland Hartwig hat den Leuten in der AfD selbst gesagt, ihr müsst euch von der Idee fernhalten. Ihr werdet sonst, wenn da eine Verbindung entsteht, das ist problematisch, das soll man nicht machen. Das Problem ist aber, wenn es passiert ist, dann ist es passiert. Und anscheinend bei dieser Veranstaltung im Herbst, es war eine private Veranstaltung und es waren ja auch CDU-Leute dort, es war eine zulässige Veranstaltung, die man auch verteidigen kann. Und aus welchem Grund auch immer hat Roland Hartwig, sah es anscheinend so, dass hier kein Problem vorliegt und er diese Veranstaltung beiwohnen kann, also wo er wirklich ein Experte ist. Und indem Roland Hartwig entlassen wurde, ist wieder die Verbindung hergestellt worden. Ereignis, Reaktion der AfD. Und jetzt kommt noch Le Pen hinzu. Und Le Pen hat ja die AfD massiv diffamiert. Wie wäre jetzt die richtige Reaktion gewesen? Man hätte erstmal Roland Hartwig nicht entlassen dürfen. Und wenn Le Pen die AfD diffamiert und behauptet, das wäre es würden Deportationen geschützt, dann muss man sich sofort von Le Pen abwenden und sich maximal distanzieren und sagen, ja, Le Pen ist umgefallen, sie ist eine Umfallerin, sie vertritt mittlerweile auch US-Interessen, sie ist nicht mehr unsere Freundin. Und im Grunde hätte die AfD nach dieser Korrektivsache, hätte sie Le Pen zuvorkommen sollen und hätte selbst die Fraktion verlassen sollen in Europa, diese ID-Fraktion. Das wäre öffentlichkeitswirksam der beste Weg gewesen. Also so, dass an der AfD nichts hängen bleibt. Weil dann hätte man die AfD nicht beschmutzen können. Diese Beschmutzung der AfD hat nur verfangen durch die Reaktion der AfD. Also im Grunde wurden den Medien die Bälle zugespielt. Und es ist ja ein einmaliger Vorgang in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland, dass bei einer Partei die ersten beiden Plätze demontiert werden von der Parteispitze. Und jetzt kann man sich denken, ja, das ist alles tragisches Pech, die hätten mehr meinen YouTube-Kanal gucken sollen und hätten sie es besser wissen können. Und bestimmt in vielerlei Hinsicht ist Täuschung und die Tricks, nicht alle haben wahrscheinlich einen klaren Kopf. Also ich habe momentan viel Zeit, kann viel nachdenken. Ich hatte jetzt vor dem Video hier viel Zeit, habe mir viele Gedanken gemacht. Und dann, wenn man die Ruhe hat, hat man einen klaren Kopf. Aber trotzdem scheint es hier so, dass da noch was anderes dahinter steht. Und zwar, dass Berater aus irgendeinem Grund Einfluss nehmen auf die ganze Parteispitze. Und worin drückt sich das noch aus? Wenn man jetzt zurückguckt bei der Ukraine-Geschichte, die Regierungen seit 2014 sind nachweislich, also das ist mit westlichen Quellen beweisbar, dass wir es hier mit einem neonazistischen Regime zu tun haben. Also genau das, was Putin behauptet, ist leicht beweisbar. Es ist beweisbar, also was ist ein neonazistisches Regime? Es sind Regierungen, die nationalsozialistische Bestrebungen dulden oder fördern. Und das Problem hierzulande ist, dass der Nazi-Begriff abgenutzt hat. Und dass gar nicht mehr deutlich ist, wie schlimm das ist. Dass die Ukraine dass die jetzige Ukraine, vor allem jetzt unter Zelensky, dass ein Neonazi-Regime ist, lässt sich allein an unserem tollen Ex-Botschafter der Ukraine, Melnik, lässt sich das ganz einfach darlegen. Er hat ja offen den Bandera-Kult verteidigt. Wer ist Bandera? Bandera ist ein Massenmörder. Genau von der SS, also auch von der SS-Division Galizien, die sich daran beteiligt haben, Millionen Zivilisten umzubringen. Auf grausamste Weise wurden die Leute in die Scheunen getrieben, die Scheune wurde angezündet und jeder, der rausgelaufen ist, wurde erschossen. Also auf die barbarischste, grausamste, auf die allerfeigste, ehrenloste Art und Weise hat Bandera Zivilisten umgebracht. Und dieser Bandera wird verherrlicht. Und es wurden in der Ukraine eindeutig rassistische Gesetze verabschiedet. Also ein Rassengesetz, das also bestimmte ethnische Spezies ausmacht und wo die ukrainische Spezies bevorteilt wird. Ein Sprachverbot, ein russisches Sprachverbot im Osten. Es wurden nach OSZE-Angaben, also das ist mit westlichen Quellen, mit uns bestreitbaren Quellen ist belegbar,
dass Zivilisten beschossen wurden, willkürlich beschossen wurden, dass das Gebäude mit Artillerie beschossen wurden und dass Tausende dabei umgekommen sind, was ein Genozid ist. Ein ganz eindeutiger, unbestreitbarer Beweis sind auch Fotos von Offiziellen, die sich mit Armeeangehörigen ablichten lassen, die offen Nazi-Symbole mit sich rumtragen, also die der offiziellen, zur offiziellen Armee gehören und mit Nazi-Symbolen rumlaufen. Also da kann es auch keinen Zweifel geben, dass hier eine Duldung und eine Förderung vorherrscht. Man stellt sich einmal vor, bei der Bundeswehr würden Leute mit Hakenkreuz-Symbolen tätowiert herumlaufen. Das Azov-Bataillon, das eindeutig neonazistisch ausgeprägt ist, wurde in die reguläre Armee integriert. Es werden Feriencamps staatlich unterstützt, in denen den Kindern erklärt wird, es ist nicht in Ordnung, Leute umzubringen, außer es sind Russen, weil die weniger wert sind. Das ist alles dokumentiert und nachweisbar. Alles Russische wurde in den letzten Jahren verbannt in der Ukraine, was ja mit Putin gar nichts zu tun hat, sondern es richtet sich gegen Russland. Also es sind ganz viele offizielle Quellen, die unbestreitbar sind und die das belegen. Und das ist natürlich ein Elfmeter für die AfD, weil es wird jetzt bei Höcke, wird jedes Wort umgedreht, wenn er sagt, mal der Schande, was andere gesagt haben, wird dem Neonazismus vorgeworfen. Bei Maximilian Krah wird ihm Verharmlosung der SS vorgeworfen. Hier in der Ukraine haben wir Leute, die laufen mit Tattoos rum. Melnik, ein offizieller Vertreter der Regierung, also ein Botschafter, er verherrlicht Bandera und erklärt, ja, er wolle einer Veranstaltung nicht beiwohnen, weil eine russische Sängerin die Hauptdarstellerin ist und Russen könnten aktuell keine Freunde sein oder seien überhaupt sowieso keine Freunde. Das heißt, die AfD hat hier einen Elfmeter seit 2022, seitdem die Ukraine in den Vordergrund gerückt ist. Früher hätte man sagen können, die Ukraine interessiert niemand, aber hier seit 2022 hatte man einen Elfmeter, den man schießen kann. Und der absichtlich nicht geschossen wurde. Warum ist das mit dem Rechtsextremismus so wichtig? Es ist in vielen Bereichen ist es ein Schlüssel. Und zwar zunächst für die AfD selbst. Weil die AfD wird ja ständig mit dem Rechtsextremismusvorwurf konfrontiert. Und jetzt hätte die AfD aufzeigen können, hier, ihr seid bigott. Über die Ukraine berichtet ihr seit 2014 nichts. Dort passieren wirklich nazihafte Dinge. Dort passieren wirklich schlimme Dinge. Ihr berichtet über nichts. Das heißt, hier kann die AfD beweisen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass es bigott ist und dass es natürlich nicht wahrhaftig ist. Weil die Leute, die allergrößte Mehrheit der Leute, die geht immer noch von Wahrhaftigkeit aus, weil sie verstehen ja nicht, warum sollen denn alle großen Medien einheitlich täuschen? Warum sollten sie denn über die AfD behaupten, sie wären rechtsextrem, wenn da nichts dran wäre? Das heißt, die große breite Mehrheit, auch durch das Framing von Jörg Meuthen oder durch das ständige Framing, sie denken an den Rechtsextremismusvorwurf bei der AfD, da ist was dran, das ist relevant und sie ist deswegen unwählbar. Dieses Stigma liegt auf der AfD wie Blei. Und wenn die AfD dieses Stigma ablegen würde, dann könnte sie sofort 30-40% bekommen. Und zwar nicht, weil sie so großartig ist, sondern weil die Politik der anderen Parteien sie so massiv deutsche Interessen verletzt, in jeder Hinsicht. Deutschland ruiniert wird. Es wird ja alles Weidel und so, sie sagen es ja die ganze Zeit. Es ist ja richtig. Die Bundesregierung oder auch die ganzen letzten Bundesregierungen, sie ruinieren Deutschland. Und da muss man kein Genie sein, sondern es reicht einfach, wenn man deutsche Interessen vertritt oder man darauf verzichtet, Deutschland zu ruinieren. Das heißt, alleine, wenn man die einzige Partei ist, die darauf verzichtet, Deutschland zu ruinieren, dann ist das zwangsläufig, dass alle Leute zur AfD gehen müssen. Und angesichts dieser Tatsache, dass die AfD eigentlich 40% bekommen müsste, wenn die Leute einigermaßen rational sehen, was macht die AfD, was machen die anderen, infolgedessen sind die 15% eine ganz schlimme Niederlage. Und es ist diese 15%, es ist aus meiner Sicht wirklich ein schlimmes Ergebnis. Und es bringt auch nichts, sich das schön zu reden. Es zeugt auch vom mangelnden Selbstbewusstsein. Und es zeigt, dass die ganze Argumentation, dass es auch nicht stimmt, wenn man behauptet, die Bundesregierung würde Deutschland ruinieren, wenn man das ernst meint. Da kann man doch nicht mit 15% zufrieden sein. Sondern ist eigentlich alles unter 40% oder unter 30% ist eine Niederlage. Und jetzt könnte man ja sagen, ja okay, ja, klar, die Medien sind so schlimm und klar, wir können halt nur 15% erreichen wegen den Medien. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil es ist auffällig, dass vor allen Dingen Alice Weidel auf Medienkritik verzichtet, auf ernsthafte Medienkritik. Da gucken wir uns die Pressekonferenz gleich mal genauer an, weil sie kritisiert die Medien dafür, dass die Ergebnisse schlecht geredet werden. Also sie würden die Ergebnisse schlecht reden wollen und negativ schreiben wollen, dass die AfD
ein schlechtes Ergebnis hätte. Aber das ist ja bei den Medien überhaupt nicht das Problem, sondern das Problem bei der AfD ist, bei den Medien ist, dass die AfD diffamiert wird, dass getäuscht wird, dass über die Bundesregierung nicht berichtet wird. Und hier ist ein Unterschied zwischen Tino Chrupalla und alles weiter festzumachen, weil erst zaghaft Tino Chrupalla in der Pressekonferenz kritisiert er die großen Medien zunächst nur zaghaft oder kommt erst nur auf die lokalen Medien zu sprechen, aber nachher traut er sich mehr und kritisiert auch die großen Medien. Wohingegen bei alles weiter was anders ist, aber das gucken wir uns gleich genauer an. Jedenfalls hat die AfD seit 2022 die Möglichkeit, einen Elfmeter zu schießen und schießt ihn nicht. Und vor allen Dingen ist bei alles Weidel auffällig. Und da habe ich ja dieses Video gepostet eben von 2022. Dass sie das Thema Ukraine und Rechtsextremismus in der Ukraine systematisch vermeidet. Und hier keine Aufklärung betreibt. Und das sogenannte Overton-Fenster der Medien schützt. Aktiv schützt. Und vor allen Dingen auch schützt. Und das gilt für nicht nur für alles Weidel, sondern für viele Teile der AfD. Indem Leute, die aufklären wollen, die unabhängig berichten wollen, die in die Gebiete reisen wollen oder nach Russland reisen wollen und von dort berichten wollen, sie werden systematisch schwer bestraft. Christian Blex wurde in Nordrhein-Westfalen aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen, als er nach Russland gereist ist. Entweder nach Russland oder in die neuen Gebiete gereist ist. Dann hier alles Weidel hat diese Abgeordneten zurückgepfiffen und öffentlich blamiert, weil sie zu den Referenten reisen wollten. Und jetzt stellt sich die Frage, erklärt alles Weidel, ja, das sei ja sowieso nicht wichtig, da müsste man jetzt nicht hinreisen, es sei gefährlich, es spielt ja gar keine Rolle. Und hier spielt wieder dieser Rechtsextremismusvorwurf gegen die Ukraine, der von der AfD-Spitze unterlassen wurde, spielt hier eine maßgebliche Rolle. Weil wenn man das weiß, wenn man weiß, dass die Ukraine ein Nazi-Staat ist, dann ist natürlich vollkommen offensichtlich, oder auch voll wie korrupt, wie was für ein kaputter Staat, was für eine kaputte Politik dort gemacht wird, wie die Ukraine auch seit 2014 nochmal wirtschaftlich abgestürzt ist, dann ist vollkommen offensichtlich, dass die Leute dort, die bei den Referenten abgestimmt haben, dass natürlich es überhaupt keine Pistole braucht, die denen an den Kopf gehalten wird, dass es vollkommen selbstverständlich ist, auch im Donbass seit 2014 schon, dass diese Leute natürlich zu Russland wollen. Weil man will natürlich, wenn man russisch ist und man eine drangsalierte Minderheit ist, ist natürlich vollkommen klar, dass man zu Russland will. Oder auch wenn man beschossen wird. Wenn willkürlich aus der Ukraine, aus dem eigentlichen Mutterstaat, wenn man willkürlich beschossen wird. Also sich die eigene Regierung feindlich gegenüber vielen Menschen verhält. Und Renten nicht ausgezahlt werden, Gehälter nicht ausgezahlt werden. Also im Grunde die Leute weggetrieben werden von der Ukraine, von der eigenen ukrainischen Regierung. Dahinter stehen natürlich die USA, die genau diese Spaltung wollen. Die ja Ärger in der Ukraine wollen, um Eurasien spalten zu können, gemäß ihrer Geostrategie. Das heißt, es ist extrem wichtig, wenn jetzt Leute dahin gehen, oder man kann auch darauf hinweisen, das ist eigentlich das Entscheidende, darauf hinzuweisen, dass Journalisten gezielt nicht in diese Region gehen, seit 2014, dass gezielt alles ausgeschwiegen wird von unseren Medien, man absichtlich nicht dorthin geht und von dort nicht berichtet. Das hätte die AfD-Spitze in den Mittelpunkt stellen können und sagen können, ja gut, es wäre eigentlich ihre Aufgabe, Journalisten dahin zu schicken, jetzt gehen wenigstens Leute von uns hin, um da mal Eindrücke wiederzugeben. Also die Abgeordneten, die da hingegangen sind, die haben mir nicht gesagt, wenn sie jetzt da hingehen, sie könnten dann die Wahrheit verkünden. Sondern das Einzige, was sie wollten, ist ja, dass sie sich einen persönlichen Eindruck machen von der Lage dort. Das können sie auch so wiedergeben. Das wurde gezielt von der AfD-Spitze verhindert. Die AfD-Spitze hat auch nicht erklärt, dass keine Journalisten seit 2014 da hingehen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das denn sein? Ist das tatsächlich nur reine Dummheit? Man könnte ja zumindest, wenn man schon eigene Leute aus Sicherheitsgründen angeblichen Sicherheitsgründen nicht hinreisen lässt, dann könnte man wenigstens darauf hinweisen, dass westliche Journalisten dort nicht hinreisen. Und dass man anscheinend was nicht sehen will. Und es ist natürlich vollkommen offensichtlich, wenn man dorthin gehen würde, dann würde einem natürlich sofort auffallen, dass alle Leute natürlich zu Russland wollen, was dann natürlich nicht daran liegt, dass Russland so toll ist, sondern was daran liegt, wie schlecht die Ukraine ist, was das für ein Staat ist. Und wenn aufgedeckt würde vor der Öffentlichkeit, also wenn die AfD das Overtonfenster der Medien, also das Overtonfenster sind alle Ideen, Meinungen, die in der öffentlichen Meinung als akzeptabel angesehen werden. Und das Overtonfenster können alle mit Reichweite beeinflussen. Also auch die AfD hat Einfluss auf das Overtonfenster. Also die AfD hat insgesamt eine hohe Reichweite. Und wenn sie diese Information beisteuern, was für elendige Zustände, was für unmögliche Zustände in der Ukraine herrschen, dann wären sofort
dann wäre für die Bevölkerung, wenn es nur ansatzweise ans Licht kommt, dass auch die Leute in den neuen Gebieten, dass sie alles zu Russland wollen, wie gesagt, nicht weil Russland so toll ist, sondern weil die Ukraine so schlecht ist, dann würde natürlich die Bevölkerung niemals befürworten, dort Waffen hinzuliefern. Dann wäre dieser ganze Spuk sofort vorbei. Weil dann wäre natürlich auch klar, dann würde auch in Frage stehen, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. Weil natürlich dann die Ukraine, wenn es stehen ja nach dem Kosovo-Urteil der Bevölkerung zu, selbst zu entscheiden, die eigene Staatlichkeit selbst zu entscheiden. Wenn man natürlich jetzt sieht, wie in der Ostukraine mit den Menschen umgegangen wurde, seitens des ukrainischen Staates, ist vollkommen offensichtlich, dass diese Leute nicht mehr zu diesem Staat gehören wollen. Und wenn sie eigene Staaten bilden können und dürfen nach dem Völkerrecht, das kann man gut finden oder kann man nicht gut finden, nach dem Kosovo-Urteil war es rechtens, dass der Kosovo sich abgespalten hat. Wenn der Kosovo sich abspalten darf, dann dürfen sich diese Gebiete 100-mal abspalten. Und es gab ja schon 2014 Referenden, wo der Westen auch behauptet, ja, es sind ja, ist natürlich mit Pistole vorm Kopf, sind Scheinreferenten. Aber absichtlich sind keine Journalisten hingegangen, die sich ein Bild machen. Weil natürlich, wenn man das machen würde, wenn Journalisten dorthin gehen würden, dann müssten sie bestätigen, dass das fair abgelaufen ist, was natürlich auch naheliegend ist, weil ja gar keine Notwendigkeit besteht, diese Leute mit der Pistole am Kopf dazu zu zwingen, weil sie sowieso freiwillig weg wollen von der Ukraine. Was, wie gesagt, angesichts der Geschehnisse naheliegend ist. Oder auch allein schon dadurch naheliegend ist, dass man keine Journalisten hinschickt. Weil man könnte doch, wenn jetzt es so wäre, wenn es dem westlichen Narrativ entsprechen würde, dass es Scheinreferenten sind, da könnte man doch ein paar Journalisten hinschicken, die könnten das sofort bestätigen. Aber man hat ja darauf verzichtet, Journalisten hinzuschicken. Und auf diesen Verzicht, dass man darauf verzichtet hat und dass damit das ganze Narrativ in Frage steht und dass man auch darauf pocht, dass Juristen das klären sollen, ob es völkerrechtswidrig ist, sondern dass man von vornherein sich dem Narrativ angeschlossen hat, man ein Informationsembargo geschützt hat, man darauf verzichtet hat zu erklären, es sind keine westlichen Journalisten geschickt worden, es wurde über die Ukraine nicht kritisch berichtet, die AfD-Spitze, sie hat auf all das verzichtet. Und hier wird aus meiner Sicht deutlich, dass hier ein geheimdienstlicher Einfluss vorliegt. Und das Gefährliche ist, dass die Mitglieder das nicht merken und sich hinter die Führungsspitze stellen wollen. Was man natürlich will, man will loyal sein, man will. Es appelliert daran, an die Wunschvorstellung, dass die Leute, die Mitglieder, die Wähler, die harte Realität nicht sehen wollen, weil für sie eine Welt zusammenbricht. Wenn jetzt alles Weidel und Tino Kupala und sie alle nicht mehr die uneingeschränkt Guten sind, sondern anscheinend geheimdienstlicher Einfluss, anscheinend, also ich kann es mir nicht anders erklären, warum man sich an dem Informationskartell beteiligt und diese ganzen wichtigen, diesen Elfmeter für die AfD mit dem Rechtsextremismus in der Ukraine und der Berichterstattung der Medien darüber, dass man das verschweigt und man das nicht ausspielt. Das ist ja so, als würde man mit gefesselten Händen kämpfen. Also sagen, ich binde mir die Hände auf den Rücken und bringe mir meine besten Argumente, bringe ich die ganze Zeit nicht, bringe ich über Jahre nicht, womit ich sofort diese Diffamierung der Medien gegenüber den Mitgliedern und den Wählern, man das sofort aufheben könnte. Es sofort der breiten Masse als unglaubwürdig hinstellen könnte. Wenn man darauf verzichtet, das ist Verrat, und aber das verstehen irgendwie die Wähler nicht. Oder sie sind selbst nicht informiert über die Zustände des Rechtsextremismus oder denken, das ist nicht wichtig und verstehen gar nicht, dass das ein Elfmeter für die AfD ist. Und auch wenn man sich jetzt diese 15% anguckt, es ist ein Ergebnis, das nur gut ist für die Leute, die jetzt Geld verdienen. Durch ein Mandat. Für die Mitglieder und die Wähler, die drangsaliert werden, oder jeder, der sich zur AfD bekennt und nicht daran verdient, für den ist es eine Katastrophe, weil es sind ja, wenn man sich zur AfD bekennt, hat man nur Nachteile, berufliche Nachteile. Und zwar harte berufliche Nachteile. Und für die Leute, wenn die AfD auf dem Niveau bleibt, das ist eine einzige Katastrophe. Und auch wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Nachwahlbefragung, es ist katastrophal schlecht. Es ist katastrophal schlecht in allen Bereichen, bei der Sicherheit, bei der inneren Sicherheit, bei der Wirtschaftspolitik, überall werden der CDU die erhöhten Kompetenzen zugeschrieben. Und was auch auffällig ist, alles weiter in der Pressekonferenz, sie hat gelogen bezüglich der Nachwahlbefragung. Sie hat behauptet, das Thema Wirtschaft und Migration wäre an erster Stelle. Was aber nicht stimmt, sondern das Thema Frieden ist an erster Stelle. Und das Thema Frieden, Ukraine, Rechtsextremismus ist ja ein Thema, das sie immer umgeht. Also sie haut immer auf die Bundesregierung ein, auf die Wirtschaftspolitik, aber sie erklärt nie die Rolle der Medien, die Täuschung der Medien. Da kann man bei alles weiter, also auch hier nur drei Worte zu den Medien, das irgendwie so ein bisschen so allgemeine Floskel, dass die Berichterstattung böse war.
Aber auch die Zeit, die sie damit verbringt. Also bei Tino Kupala war es besser, er hat mehr Zeit damit verbracht. Aber Alice Weidel verbringt überhaupt keine Zeit damit, zu erklären die Rolle der Medien. Und jetzt stellt sich die Frage, warum macht Alice Weidel das? Sie könnte genauso gut über die Ukraine erzählen. Und sie hat ihr bewusst gelogen über die Nachwahlbefragung. Weil es einfach nicht stimmt. Und sie, man sieht es ja schon bei dem Ausschnitt von 2022, was für eine Rolle sie spielt, dass sie nichts beiträgt zur Aufklärung. Sie mit zusammengebundenen Händen auf dem Rücken kämpft. Und aus meiner Sicht, so kann es nicht weitergehen. Also die deutschen Interessen, also so wird Deutschland natürlich nicht gerettet. Also wenn die AfD-Parteispitze so eine Politik macht, also so argumentiert, also wie jetzt Anfang 2024 eigene Leute demontiert, dann führt es in den Abgrund. Also dann wird die AfD wieder auf 10% und darunter fallen. Was nicht für Alice Weidel und Tino Kupala eine Katastrophe ist. Die haben ihre Mandate. Für sie ist es komfortabel. Für sie kann es so weitergehen. Sie können eine CDU 2.0 werden, wo systematisch auch langsam die Positionen aufgeweicht werden, indem erstmal die Leute abgeschossen werden und dann eine Entwicklung verfolgt wird, wie in Italien oder in Frankreich. Für sie ist es nicht schlimm. Sondern schlimm ist es für die Leute, die kein Geld bekommen, und für die Wähler und für Deutschland ist es schlimm. Und natürlich ist es so, die Positionen der AfD sind gut. Es besteht auch Hoffnung, auch dass die AfD aus der ARD-Fraktion ausgeschlossen wurde, zeigt, dass die AfD noch nicht verloren ist, weil die Positionen richtig sind. Und hier sieht man, dass so ein gewisses Spiel gespielt wird und die Mitglieder scharf aufpassen müssen. Solange Alice Weidel hier keinen Gegenwind bekommt, macht sie das. Weil anscheinend irgendwelche Berater erklären alles, weil das ist jetzt reine Mutmaßung, reine Spekulation. Aber es ist ja, wie ist dieses Verhalten erklärbar? Diese Demontage. Also wo man selbst auf die Unschuldsvermutung pocht und sich über den Verfassungsschutz beklagt und gleichzeitig erklärt, ja Peter Bystrom, wir nehmen ihn jetzt erstmal aus dem Verkehr. Was eine Demontage von Bystrom ist. Was aber natürlich auch die ganze AfD blamiert. Dass wenn die ersten beiden Spitzenkandidaten so abgeschossen werden, das ist ein Eingeständnis, dass man halt keine guten Leute hat. Und damit wurde die AfD massiv beschädigt, nachhaltig beschädigt. Was sich auch in dem Ergebnis ausgedrückt hat, man ist von über 20% auf 15%, auf 16% abgestürzt, auf knapp unter 16%. Und es gibt ja viele Beispiele. Olga Petersen aus Hamburg, sie wurde auch von der Fraktion ausgeschlossen, weil sie die russischen Präsidentschaftswahlen beobachtet hat. Also wir sehen hier massive transatlantische Einflüsse, aus meiner Sicht. Und das Problem ist, dass die Mitglieder das nicht merken oder das nicht realisieren wollen, sich die Welt schönreden wollen. Und hier muss ich mich auch kritisieren. Dass ich habe ja das 2022 ja gesehen, diesen Auftritt von Alice Weidel, und habe ja auch ein Video gemacht, aus meiner Sicht ein wichtiges, gutes Video. Und ich habe mich dann auch, wollte die Realität auch nicht wahrhaben und habe dann mit der Kritik nicht mehr so nachgesetzt, wie ich hätte nachsetzen müssen. Ich hätte darauf pochen müssen bei Alice Weidel und überhaupt bei der Führungsspitze, bei NRW, ich hätte es viel mehr in den Vordergrund stellen müssen. Ich mache mir auch Vorwürfe. Aber ich hatte dann auch zu tun mit meiner Dissertation und hatte anderes im Kopf. Aber ich habe auch nicht genau genug hingeguckt. Und so wie das für mich gilt, ich nicht genau hingeguckt habe, so gilt es für viele Mitglieder noch viel mehr. Und deswegen jetzt gerade im Hinblick auf den Parteitag, ich bitte jetzt alle diejenigen, die da was entscheiden können, wirklich kritisch zu sein. Und man muss auch mal einen Neuanfang wagen können. Weil so kann es nicht weitergehen. Und wir haben viele gute Leute, noch. Aber wenn jetzt natürlich Peter Bystron und wenn die ganzen guten Leute abgesägt werden, aber wir könnten zum Beispiel Peter Böhringer als Vorsitzender, wäre auch denkbar. Also wir haben viele gute Leute und aus meiner Sicht muss dieses Verhalten jetzt gerade von Alice Weidel, eigentlich seit 2022, aber auch von der Führungsspitze Anfang 2024, muss massiv bestraft werden. Es muss deutlich werden in der AfD, dass man sich sowas nicht erlauben kann. Und dass jemand, der solche Entscheidungen fällt, dass er sein Amt verliert. Und das hätte abschreckende Wirkung und irgendwelche Berater, sie kämen dann an Berater, die wahrscheinlich von Geheimdiensten kommen und die Führungsspitze dazu bringen, solche Entscheidungen zu fällen. Es würde gezeigt werden, der Führungsspitze, wenn ihr so einen Mist macht, die Mitglieder passen auf, ihr kommt damit nicht durch. Und sie würden sich nicht trauen. Man muss immer dran denken, diese ganzen Leute, sie sind abhängig. Also auch gerade mittleren Alter, wenn man im mittleren Alter ist, gerade wenn man in der AfD ist, man hat kein Mandat mehr, da hat man natürlich Angst. Man steht vor dem Nichts und dann folgt man vielleicht solchen Beratern, die einem erklären, ja, du musst das und das machen, da sind die Medien vielleicht nicht so böse und dann gibt es vielleicht eine Koalition mit der CDU und dann wird das alles gut. Und wenn du jetzt, das sagst du jetzt besser nicht mit dem Rechtsextremismus. Darauf verzichtest du lieber. Das ist jetzt nicht gut. Das machst du jetzt lieber nicht, sondern du bewegst ja auch viel, wenn du das mit der Wirtschaft in den Vordergrund stellst. Dann ist es immer noch gut und das andere, das lässt du mal lieber sein. Und
man kann verhindern, dass jetzt alles weiter und dass andere Leute auf solche Leute hören, indem jetzt auf dem Parteitag man, es klar wird, dass das bestraft wird, dass die Mitglieder das merken. Und hier ist wirklich der wache Blick entscheidend und deswegen ist dieses Video ein Appell, kritisch zu sein. Es geht natürlich, es geht nicht darum, jetzt mir blind zu folgen, sondern man kann selbst, denkt selbst mal nach. Denkt selbst einmal nach. Und vor allen Dingen, beschäftigt euch mit den Fakten. Lest den Antispiegel und beschäftigt euch mit dem Argument. Da gibt es ganz viele Artikel über den Rechtsextremismus in der Ukraine, wo das ganz klar belegt wird. Mit unbestreitbaren Quellen. Mit westlichen Quellen. Das kann man alles auf Websites abrufen. Das ist alles unzweifelhaft argumentierbar. Das ist keine russische Propaganda oder Geschwurbel. Das lässt sich alles belegen. Unzweifelhaft belegen. Und diese Argumente werden einfach nicht gespielt, teils mangelnden Wissens und ich denke teils, weil auch irgendwelche Berater in Anführungszeichen Einfluss nehmen. Ja, mit der Pressekonferenz, die gucken wir uns dann beim nächsten Mal genauer an. Das Video ist schon jetzt schon viel zu lang. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was wir vergessen haben, was für uns so einfällt. Macht's gut.